one's gonna be allowed up at all. Oh, not walking at all. Darf ich vorstellen, hier rechts ein recht netter Louis Vuitton Laden und das, Freunde, hier werdet ihr jetzt alle wieder erkennen. Und jetzt kommen wir in die Welt der Schönen und der Reichen. In die wohl schönste Einkaufsstraße in ganz L.A. Sie hat es sogar geschafft, in GTA reinzukommen. Und so sieht sie auch aus. Und das müssen wir jetzt auch würdigen. Also ich lege jetzt hier einfach, ich halte einfach meine Klappe. Ich probiere es zumindest, ich kann es nicht garantieren. Fahr, Junge, fahr! Und wir genießen einfach diese wunderschöne Fahrt hier durch. Bei etwas Musik. Okay, reicht mit Musik. Habt ihr den Bentley gerade gesehen? Ja, Digga, hier noch Rolls Royce. Jetzt fehlt hier einfach nur noch der Edda. Als wäre hier der Edda-Spawn-Punkt. Wisst ihr, was ich meine? In GTA-Story-Modus findet ihr, falls ihr es nicht wusstet, hier immer einen Edda in dieser Straße. Und jetzt fehlt es nur noch hier. Also, jetzt ist die Frage, wer muss es ändern? Muss man in GTA, sollte einfach ein anderes Auto spawnen? Oder muss einfach LA, die Stadt, dafür sorgen, dass hier immer ein Bugatti rumsteht? Ich finde, das kann man schon erwarten einfach. Es sieht einfach so krass aus. Einfach genau wie in GTA. Ich bin auch gestern schon durchgelaufen. Da passiert nicht so viel. Es sieht einfach so aus wie am Anfang auch. Aber jetzt schaut mal nach links. Weil hier gibt es nicht nur einen Tiffany Store, sondern da kommen auch gleich diese ganz berühmten Treppen. Ich muss mich kurz aufs Fahren konzentrieren. Aber dann hier, Jungs. Aber diese Treppen. Sieht eigentlich sogar noch schöner aus als in GTA, würde ich fast behaupten. Und der GTA sieht schon alles immer sehr, sehr schön aus. Urus in grün, blau, Rolls Royce, ein Challenger, Ferrari. Ich auf dem Motorrad. Ich fühle mich, als wäre ich hier in GTA, aber in Ego-Perspektive. Und ihr könnt es sehen. Freunde, wie krass ist das denn bitte? Jetzt fehlt hier nur noch irgendwie so eine Verfolgungsjagd. Polizeihelikopter, Polizei, die hier lang fährt. Irgendwelche Leute, die wegrennen, irgendwie sowas. Eieiei. Ei, ei. Und dann haben wir es, Freunde. Dann haben wir hier wirklich das ultimative GTA-Feeling. Ja, bei dem Clip hier wurde leider die Audio nicht aufgenommen, aber das ist gar kein Problem. Ich kommentiere das einfach nach. Als erstes Motor an. Sehr gut. Das klingt zwar wie ein Roller, aber das ist schon okay. Und wir befinden uns hier einfach an so einer geilen Location in GTA. Wer kann es wiedererkennen? Richtig, es ist das Rathaus. Hier rechts haben wir die Location, wo ja auch dieser eine Monster-Stunt in GTA ist, wo ihr durchspringen müsst. Wir haben hier die Feuerwehr, die ja auch in der Nähe vom Juwelier ist, die hier allerdings ein bisschen an einer anderen Location ist. In GTA ist es ja westlich vom Rathaus. Hier ist es halt einfach... keine Ahnung. Auf der anderen Seite, ich glaube, östlich ist das hier. Und es sieht halt alles wieder so unglaublich ähnlich aus. Das sieht man gleich nochmal viel besser, wenn wir vorne am Rathaus sind. Und, oh mein Gott, also wirklich, guckt euch das an. Es ist einfach 1:1 wie in GTA. Ich meine, ich muss jetzt mal ganz kurz hier die Touristen drüber lassen. Und dann seht ihr es hier einfach nochmal richtig, das Rathaus von GTA. Also wirklich, es ist einfach so heftig, wenn ihr da rumlauft und es kommt euch alles so unglaublich ähnlich vor wie in GTA. Das ist schon wirklich, wirklich heftig. Jetzt sind wir in einem Stadtteil, der heißt Santa Monica. Und das ist im Prinzip so der, ja, Strandstreifen von L.A. Und da, Freunde, das bekannteste wohl von Santa Monica ist auf unserer Rechten der Santa Monica Pier, den es ja auch in GTA gibt. Der die Achterbahn hat, das Riesenrad und den ganzen Spaß. Das alles ist eben in Santa Monica. Hier ist übrigens auch mein Hostel. Also hier wohne ich auch aktuell. Und der Pier sieht schon unglaublich schön aus. Ey. Da kann man sagen, was man will. Auch die Strandpromenade ist einfach klasse. Also es sieht halt einfach so unglaublich schön aus. Und ist eigentlich auch so nach Beverly Hills der, ich glaube, teuerste Stadtteil. Wenn nicht, meiner Meinung nach, aber der schönste, weil man halt einfach den Strand hat. Den hat man in Beverly Hills halt leider einfach nicht, was ein bisschen schade ist. Aber ja, wer kennt's nicht? Ganz normal. Und hier haben wir natürlich den wunderschönen Santa Monica Beach, beziehungsweise Santa Monica Pier. Erstmal wunderschön, ganz viele Cafés drauf und Attraktionen. Und direkt neben dem Santa Monica Pier, den man da noch so irgendwo erahnen kann, Freunde, ist dann auch die Strandpromenade. Wir können ja auch einfach mal, nee, können wir nicht hinfahren, da kommen wir nämlich nie wieder raus. Ist auch entsprechend der Strand, guck mal hier, wie krass die Wellen heute sind. Und das Wetter ist auch leider typisch. Meistens ist es da, wo wir waren, sag ich mal, mehr in der Stadt drin, super Wetter. Und hier am Meer und am Strand ist dann leider meistens bewölkt.
Das ist irgendwie so ein Kalifornien-Ding. Deswegen ist wahrscheinlich auch Beverly Hills eher noch die teurere Wohngegend, einfach weil da immer Sonne scheint. Und hier am Strand halt leider nicht ganz so häufig, was ein bisschen schade ist. Also ich bin jetzt seit einer Woche hier, 7 Nächte, also 8 Tage. Und hatte, glaube ich, 3 Tage davon hier. Also das Phänomen, dass, oder 3 oder 4 Tage sogar, das Phänomen, dass hier eben Wolken waren und in der Stadt selber nicht, ist halt ein bisschen schade. Aber was soll man machen, nicht? Zum krönenden Abschluss eine ganz, ganz bekannte Straße, die ihr auch aus GTA kennt. Und zwar die Kanäle. Höh, wo ist das ganze Wasser hin? Ich war hier vorgestern, da war noch voll, waren die noch mit Wasser voll. Hoi! Heidewitzka! Wollen wir mal richtig drüber fetzen, dass wir richtig fliegen? Juhu! Nee, jetzt lassen wir mal lieber. Aber, ja. Normal ist es hier deutlich voller. Also ich war hier vor drei Tagen schon und da war das Wasser deutlich, deutlich höher. Sieht man auch auf den Bildern von damals. Ich blende euch einfach ein Bild ein. Also es sieht so anders nochmal aus, vor allem bei Sonne. Aber trotzdem ist natürlich eine sehr, sehr schöne Gegend. Vor allem, wenn ihr hier irgendwie euer eigenes Boot habt oder so. Und nicht gerade irgendwelche komischen Leute hier drin ein Deathmatch veranstalten. So wie wir es immer in Streams machen, weil das auch eine sehr, sehr schöne Map ist für Deathmatches. Jetzt wisst ihr, worauf auch das ja angelehnt ist oder woran sich Rockstar Games hier hat inspirieren lassen. Ja, Freunde, und das soll es dann auch in dem heutigen Video mal gewesen sein. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne gratis, oh, warte, ich muss fahren, gratis einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und vor allem, Freunde, wenn ihr diese Art von Videos unterstützen wollt, könnt ihr auch mal schauen, ob ihr eine Super Thanks oder so da lassen wollt. Würde mich sehr, sehr supporten. Und dann kann ich wenigstens hier den Sprit, wir haben jetzt einfach einen ganzen Sprit verballert, dass wir den dann wenigstens wieder auffüllen können. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache. Ansonsten, ja, wenn ihr mehr LA-Content sehen wollt, dann folgt mir auf meinem zweiten Kanal, dort heiße ich Onit. Da gibt es auch noch das ein oder andere Video, wo wir zum Beispiel nach Yachten geschaut haben. Nicht nach Yachten, nach Villen, fast das gleiche. Und dann war es das mit dem heutigen Video. Bis dahin, Freunde, macht's gut und tschüss!